Okay, es ist wieder soweit, ne? Also die Woche hatten wir schon ein paar Highlights. Prinzessin wurde geküsst, ne? Nur mal so ganz nebenbei, haben wir natürlich gefilmt. Diverse Motorräder sind wieder am Start. Wir waren wieder ganz gut drauf. Seht ihr selber, die erste Probefahrt lief auch wieder. Wetter war gut. Und der Dirk hat sich eine Shadow gekauft. Roller, müsst ihr gucken. Habe ich jetzt nicht gefilmt, aber ich habe ihn schon zum Lauf gebracht. Läuft. Okay, na gut, sind sonst noch ein paar Spinnereien. Ihr werdet sehen. Viel Spaß. Ach, heute Morgen gab es wieder ein Paket von einem Fan. Hier, Leute, der Louis, da ist er. Und er hat jetzt hier mehrere. Ah, was kann ich das jetzt hier dann filmen? Moment. Er schreibt, danke für die Erwähnung in meinem Kanal. Okay. So, und der Louis hat uns Tassen geschenkt. Einwandfrei, Motorradfahrertassen. Tristan. Ich hab's gesehen, sieht aus wie ein Mensch gespannt, oder? Ja, und die anderen habe ich noch gar nicht ausgepackt. Einwandfrei. Louis, Dankeschön. Wir werden diese Kaffeetassen demnächst benutzen. Danke. Dann Frank, seine 750 hast du fertig gemacht? Ja. Alles klar. Elektrikprobleme hatten wir noch. Und vor allen Dingen die Hupe, die geht jetzt. Ja. Ehrlich? Ja. Die ist auch extra laut. Hups, der erschreckt mehr. Nee, die anderen sollen sich ja erschrecken. Ja. Die sind so starke Nerven. Okay. Also, sie ist jetzt soweit am Start, bis auf die Sitzbank. Sattler hat gerade die Woche noch Urlaub, kommt aber demnächst hin. Die nächste Aktion. Sattler ist dem Frank seine 750 dabei. Sonst, Trissa hat gesagt, Elektrik geht alles. Hube hat er gestern noch mal ein wenig rumgezickt. Also die Hube hat rumgezickt, die geht jetzt auch. Und du vergreifst dich schon an unsere GWZ? Ja. Gut. Das ist aber katastrophal, glaube ich. Warum? Sieht doch gut aus. Ja. Nee. Wie, nee? Weiß nicht. Da sind sogar Stecker dran, ist alles gut. Ja, es sind Stecker dran, aber es sind auch Stecker nicht da. Und hey, das ist meistens alles original an dem Motorrad, ne? Die Armaturen sind original. Ja, das ist ja schön. Ja, die Lampe ist auch original. Ja. Weiß gar, und die Zündspule sind auch original. Ja, und die Kettenstecker auch, ich weiß gar nicht, was du hast. Vielleicht stelle ich mich auch einfach mal an, ich weiß nicht. Ey. Jetzt reiß ich mal am Riemen, nur weil es Kawasaki ist, muss ich nicht anstellen. Ich mag Kawasaki, ich habe kein Problem. Ja, aber die ganze Zeit hast du Hondas gemacht und jetzt musst du wahrscheinlich mal ein bisschen umtwitchen. Nö, ich kenne die Kabelfarben bei der auch. Dann ist ja alles gut. Was zickst du denn da rum? Ich zick mir rum. Gut. Ja, gut. Gut, ich mache dann, Fußrastenplatte habe ich auch, die mache ich dann auch noch dran. Hab ich gesehen, ja. Ja, da muss ich mir auch noch was einfallen lassen, brauche ich noch ein paar Luftfüller. Kaufe ich aber neue. Halber. Aber mach erstmal einen Zündfunk, dann ist alles gut. Wenn die zündet, dann habe ich wieder neue Motivation. Dann gibt es auch eventuell Luftfüller. Gott. So, brrrt, mal hier drum. Das sind die Fußrastenplatten. Habe ich ja schon erwähnt, dass wir die gekriegt haben. Die haben wir gestern noch sauber gemacht und lackiert. Trocken sind sie auch. Da kommen die heute. Wenn der Tristan da erst mal weg ist, wird er dran. Zündspulenverkehr drin vielleicht? Mach doch einmal. Willst du auch mal hören für die Kamera? Gut, gut. Du hast einen Funke reingekriegt in den Apparat. Ja. Ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Die ersten Töne. Dankeschön, ich bin stolz auf dich. Ich liebe dich. Gerne. Kawasaki brummt seit ewigen Zeiten das erste Mal. Ein Traum. Warte, ich muss erst mal gucken. Also wir haben jetzt hier erstmal XBR. Wo hast du überhaupt die Speicherräder her? Jetzt sind original. Nee. Hier. XBR? Aber sowas von. Die letzten zwei Baujahre hatten die Speichen drin, ja, sozusagen. Na gut. Dann habe ich hier Bildungslücke. Kann sein. Wir fangen mal das erstmal an hier. Also wir sollen hier eine Heck umbauen und die Sitzbank soll ungefähr auf die Höhe. Die ist mir aber zu hoch. Ich setze ein bisschen tiefer, damit das was aussieht. Okay, das ist schön, dass ich das zu hören. Dann haben wir Auspuff, den Spezial dran. Wir haben aber noch andere Rohren. Das zeige ich dann mal.
Da soll man uns auch was Kreatives einfallen lassen. Was haben wir noch? Du hast ja eine andere Reife drauf, gell? Ja, bitte. Andere Reife drauf, dann machen wir die Avon drauf, hinten und vorne. Wenn es geht, schlauchlos. Schlauchlos, ja. Wenn es geht. Gut, da vorne brauche ich jetzt nicht. Elektrik, das sehe ich schon. Das geht nicht alles in die Lampe, nein, das ist zu viel. Oder wir machen LKW-Lampe drauf, willst du aber auch nicht. Dann wird gekürzt, gemacht, getan und tralala. Ja. Der Motor, der lief mal, war aber irgendwann mal bei irgendeinem in der Werkstatt. Der geht aktuell, Funke hat er, läuft aber nicht. Gut, da wollen wir mal sehen, wenn es nicht viel Action ist, gehe ich dann dran, wenn nicht, muss er nochmal in die Werkstatt. Das ist der Schalldämpfer, der hat eine Prüfzeige, denke ich immer, der soll da dran. Und hier unter der Sitzbank. Na gut, das soll ich da jetzt groß schauen, hier in Wachse lassen. Und vor allen Dingen dahinter, das Heck muss halt schön gemacht werden. Gut. Die Tanklackierung ist wohl in Ordnung, oder was? Ja. Gut. Und hier geht noch gar nichts, auch der Taro, der geht wahrscheinlich, hier geht gar nichts. Genau. Gut. Da ist auch noch eine Kiste. Genau, ah ja, jetzt haben wir hier noch eine riesen Kiste dabei. Da ist alles drin. Das sind Sprühdosen, okay, die sind wichtig. Krümmer. Hier ein geiler Vergaser drauf. Der Luftfilter soll man dann da drauf machen mit dem Vergaser. Weil der Vergaser ist natürlich der Hammer. Da sind noch mehr Raritäten drin. Hier Hitzebleche. Die müssten wir vielleicht noch dran machen. Ach Jochen, was soll ich sagen? Wir fangen einfach mal an und versuchen den Apparat. TÜV machen soll ich auch noch, ne? Ja, TÜV will auch noch haben. Er will auch noch TÜV haben. Gut, mir fällt jetzt gerade nichts ein. Ich lasse mal kurz sein so. Kurbelgehäuse, Entlüftung. Kurbelgehäuse. Was macht man denn da? Kann man die Schlauch einfach so baumeln lassen? Ich meine, die hat ja normalerweise hier so ein kleines. Ja, ja, ich weiß. Das sieht ja scheiße aus. Das finde ich, wenn der Schlauch das auf dem Rücken baumelt oder ob man da irgendwie so. Ne, da habe ich schon Ideen, aber das, auf meinem YouTube-Kanal gucke ich ja auch andere Leute. Das erzähle ich jetzt nicht, wie ich das mache. Gut, aus. So. Mal gucken, ob es irgendwelche Wahrheiten gibt. Noch Worte drüber verlieren? Haftbefehl. Haftbefehl. Ich werde jetzt gleich verhaftet. Alles klar.
Und wer ist dran schuld? Der Prinz Pascal und die Prinzessin Sonja. Aber eins sage ich dir, Prinzessin. Du kriegst von mir einen richtig schöne, dicke, fette Kuss. Das hat noch keiner gemacht, den kriegst du von mir. Und ich zeige ihn vielleicht sogar noch im Zeitlobe. Alles Paletti. Haftbefehl. Ein Traum. Wo ist die Prinzessin? Kommt. Gut. Wir sind nicht vor Wut. Gut. Ich denke mal, wir machen auch gleich nochmal so eine Maschine an, dass man mal hier richtig mal weiß, wo wir sind, ne? Oder? Wir haben den ganzen Tag nur Bier gerochen, das kotzt mich langsam an den Laut, aber man wird ja mal einen Geruch dieses Motors. Und der Prinz hat ja auch hier an Orden, da ist ein Motorrad drauf, ja. Das siehst du, wir sind hier genau richtig. Ja, erstmal habe ich hier in der heißen Halle, heiß, da muss ich sagen, weil ich gehe schon mal heiß her, er ist auch ein im Rettenalter, aber er will einfach nicht loslassen, ne? Also, jung. Spritzig. Ich bin aufrecht. Also. Ja, wir begrüßen jetzt bei unserem Stefan Drosselland drei Fahrtorten. Stefan! Hello! Kawasaki! Hello! Jung geblieben! Hello! Meine Güte! Kawasaki war nicht gut. Jetzt begrüße ich auch mal die Kollegen da hinten, das sind ganz Fremde. Wo kommen die her? Ja, ich komme aus Gießen oder da hinten aus Frankfurt aus. Offenbar. Gießen, wir sind. Komm mal kurz jetzt drauf. Komm mal, ja. Kommen noch beide hier. Beide! Ja. Bei was kommst du hier aus? Offenbarzhausen. Offenbarzhausen. Ah, bei Offenbach. Metzler. Ist das aufgeklebt? Nee. Zieh doch mal dran. Aber es ist gefährt. Nee, ich denke mal, es hat genau richtig angekommen hier, weil hier ist das Karneval. Genau. Angesagt, wir werden den Mensch verhaften. Muss natürlich sagen, das ist ein feiner Kerl. Wir haben seit 11 Uhr haben wir den Bus von ihm. Wir fahren ja von A nach B, von B nach C und manchmal von zurück auf A wieder zurück. Das war bei A wieder gelandet. Der Bus kommt ja von A nach B, kennt sich aus. B nach C, B nach E. Und jetzt sind wir hier bei A gelandet. Und deswegen ist das geil, dass wir hier sind. Lieber Stefan, er ist ein guter Gönner, auch schon jahrelang. Ich bin auch seit 2015 erst Motorradfahrer. Deswegen lieben wir uns schon ein paar Jahre. Jetzt noch ein bisschen inniger wegen dem Motorradfahren. Es ist echt saugeil, so einen Mann als Freund zu haben. Also gestern war ich hier oder vorgestern, brauche ich den Bus, Christo, die Christo wieder. Alles noch. Deswegen sind wir auch stolz, dass wir so einen Bravo! Wir müssen natürlich schon weitergehen am 11.11., sprich am 12.11. haben wir Eröffnung, da haben wir ja eine Maschine gebraucht, ne, für die Eröffnung. Wir sind da oben her, haben wir hier die Eröffnung gemacht und da musste unser Prinz, ne, als Motorradfahrer, Adjutantin und der Kinderprinz auch, haben wir eine Maschine gebraucht. Ne? Ja. Und die haben wir auch gekriegt. Das war ein, was war das jetzt? Ein ganz neues, das war die kleine Mesh. Die Mesh war ein saugeiles Ding, habe ich auch gesagt, kläre ich mit dem Drüssel ab, habe ich gemacht, hingekriegt. Super, ne? Fünfmal gestürzt, geil. Hat er gerade gesehen, die Beule. Wir sind fünfmal hingefallen mit dem Ding. Hat er gerade, siehst du, das ist ein Profi. Hat es gekauft, mit Beule. Das hättest du doch gar nicht gewonnen. Also, ja, der Kunde kauft die Stellen doch mit. Das hat er Erfahrung gehabt. Richtig. Das ist richtig. Juckt euch. Nicht Spaß beiseite. Ja, lieber
Stefan, wir behaften dich, du vorbeiboxst, du kannst die Verhaftung vermeiden oder du gehst mit uns, wir haben morgen eine tolle Fremdsitzung. Karten, das soll ich für dich noch nicht. Und wir haben zwei wollen irgendeinen Tonnen wieder haben. Und ihr wollt immer Leute haben, ne? Ich weiß nur, hier gibt es nur Cash. Wenn kein Cash da ist, gibt es hier keine Matheure. Hast du gerne bei? Ja, klar. Das ist ein ganz klar. Und die Hände hast du die Zahlen von Naturalien etc. hier, Bier, Schnaps oder einen entsprechenden Geldwert? Geldwert haben wir draußen stehen. Wir haben es ist also ein bisschen froh, dass wir hier einmarschieren dürfen, wie schon gesagt. Jetzt machen wir erstmal so eine Maschine an. Stefan, wirklich, komm, eine Maschine. Was ist das Mora hier? Wir müssen einfach. Wir wollen einmal mal. Ich kann eine Stadt lang. Geruch der Freiheit, wo ist er? Komm. Ich gebe jetzt Hätten. Das ist jetzt eine Verlegenheit. Das habe ich gewusst. Wir wollen den Stefan sehen, wir wollen den Stefan sehen, wir wollen Stefan sehen. Das ist die super Beibox-Werkstatt. Deswegen sind wir hier. Wenn die Maschine mal gemacht. Schon von klein auf bei der Nahrungsung. Hat nie mehr gedacht, dass sie vielleicht mal Prinzessin wird. Ihr Mann ist kein Prinz, wird doch nie Prinz machen. Fährt aber Motorrad. Fährt Motorrad, genau. Das ist ja das Problem. Die meisten Motorradfahrer sind Rocker, sind meistens auch keine Prinzen. Aber sie hat Glück gehabt. Der Pascal hat sie gefragt, ob sie Prinzessin machen will. Wir waren auf der Kirmes, ich war im Schlafanzug. Es war schon geil, muss ich gerade sagen. Unsere Prinzessin Sonja, die 44. zu Kirmes. Sport, Kawasaki, Yamaha, Tanzverein, sagt unser Sunshine niemals nein! So, brauchen wir einen Orden, deswegen gibt es den Orden jetzt von der Sonny überreicht mit Kuss. Was, ich kriege einen Orden? Ja klar, das ist ein Orden. Das ist ein Mit Zungenfreiter Kuss. Mit Zunge, Und der Beiger ist Zauberer. Ja, und dann Stefan, den neuen Ozean 3, mal da, Stefan. Hello. Zunge mal drin. Hello. Ich hab's gesehen. Hello. Hose wunder Filme. Hello. Hier. Hello. Guck mal, da steht schon mal ein halber, der andere steht noch da drin. Das ist aber mager. Das ist ein voller Heim. Passt schon. Ja. So, sie sind alle weg. Hier ist wieder Ruhe im Haus. Und ich habe da Haftbefehl. Alles klar, es war richtig lustig. Es ging noch alles viel länger. Aber ich habe jetzt hier nochmal so das halt drauf. Aber es war echt geil. Und hier die Kalbicher Karnevalisten, das sind echt coole. Coole Leute. Dankeschön, es war echt gut mit euch. Danke. Dirk, was hast du denn da für eine Bombe angeschleift? Ach, hör doch auf. Wie soll ich aufhören? Was heißt das? Shadow. Ach, du meinst das Teil? Ja. Ja, das ist doch mal ein cooles Gerät, oder? Cool. Der hat schon 18.000 Kilometer gelaufen. Ja. Das ist ein Original-Honda, das ist kein Chines, gell? Das ist kein Chines. Hast du ja vorne schon abgebaut? Ich hab meinen Platz gemacht, das war die Bremse drauf. Ach so, das soll ich auch noch dran. Was ist mit der Bremse? Ja, die bremst die immer, ne? Die geht nicht, die haben sie irgendwie versucht, was so rumzufuschen, aber weißt ja, wie das ist bei denen. Die haben ja noch keine Ahnung. Gut. Da muss Profi ran. Hat der Rost angesetzt hier unten an der Kabel? Ja, das machen wir alles ein wenig schön. Gut. Das ist der Rest vom Schützefest? Ja, die Leine halt. Oh, hat der geile große Blinker drauf. Okay. Mit Embleme vorne noch. Was hat er da drauf? Das ist ja der Hammer.
War das Original? Nee, das war nicht Original. Ich weiß es nicht. Nee, aber... Und das gibt dann dein Sommer-Spazierfahrzeug oder was? Damit spazieren fährst, fällst du doch sofort auf, oder? Mit dem Ding fällst du auf, ja. Die Sitzbank, machen wir die auch wieder schön, oder bleibt das? Ich krieg das Sattler mit, ja. Okay. Können wir gleich mitnehmen. Die ist scharf geschraubt, die muss man nur mitnehmen. Mensch, ist genau was ein Gerät hier. Ich mache jetzt aus, bevor ich mich hier noch dran verliebe. Na, dahinter, da muss ich nur... Ah, ist ja richtig chrom. Ich hab das schon mal geputzt, das ist richtig gut erhalten noch. Ja. Ich hab einfach nur mal grob durchgeputzt, nur mal. Und das letzte Mal ist er gelaufen, 2014 scheinbar. Ja. Wahnsinn. Dann viel Spaß, Dirk. Ich mache jetzt aus, bevor ich hier noch durchdrehe. Aus dem Jochenshai XBR, du bist schon dran, gell? Ja, hier. Hast den ganzen Schwachsinn hier oben erstmal rausgeschmissen? Erstmal alles rausgeschmissen, dass wir erstmal was sehen hier. Ja. Und ich habe mit dem telefoniert, ich habe gesagt, das, was du da dir vorstellst, das läuft hier mal gar nicht. So Eisekiste drin da. Ja. Ja, ich will gar nicht drauf eingehen, komm hier auf. Du machst das so nach unserem Style. Ich mach's nicht ganz so hoch, ich mach's so vielleicht so hoch. Ja. So ein Stückchen. Dann mache ich ein Rahmenrohr zusätzlich. Aha. Ich mache mir jetzt hier so einen Rahmen mit so einem Loop. Ja. Verlängere ich jetzt hier. Ja. Mache einen Rahmen für die Sitzbank und den Rahmen setze ich dann hier irgendwie drauf und ja, mache das dann schön. Na gut. Keine Ahnung. Gut, du fängst ja jetzt erst an, wir haben heute erst Montag. Ja. Dann Dirk, will ich dich nicht weiter aufhalten. Ich spiele da vorne auch noch. Soll ich mal einen Kaffee kochen? Das wäre eine gute Idee. Mache ich. Und wenn ich den Kaffee fertig habe, rufe ich dich wieder. Genau, dann machen wir nochmal ein Meeting. Und hier, der Scheißdreck da, kannst du ja auch abschneiden. Schneide ich alles fort. Ja, alles klar. Okay. So, ich will mich jetzt nicht weiter aufhalten. Tschüss, bis dann. Jo. Du bist ja schon schwer am Steile hier. Ja. Das hat der Marburger sich so vorgestellt, gell? Der wollte das höher haben, ja. Ja. Ich habe mir heute schon angerufen und gesagt, das, was du da für Idee hast, machen wir nicht. Wir machen das nämlich jetzt so, Jochen, wenn du das siehst. So wird das. Ne? Wir sind ein wenig höher als wie original. Das ist schon 5 cm. 5 cm? Das macht schon viel aus. Wie läufst du überhaupt rum? Du hast keine Jacke an, gar nichts. Ich bin auf warm. Dahin. Du hast jetzt schon wieder Feuer an. Ich schwitze. Wie, du schwitzt? Ja, so muss das sein. Und du? Mir wird langsam warm. Dir wird auch langsam warm. Ich kriege ja gar keine Luft, so warm ist es hier drin. Hab mich schon ausgestellt, guck mal. Ja, ja. Na gut, dann lassen wir das hier mal gut sein. Wilhelm, was hast du denn da angestellt? FZ 57. Ja, ein bisschen umgebaut. Gabel von der 1000er drin, Bremsanlage von der 1000er drin, Sportverkleidung, Superbike-Lenker mit der Gabelbrücke. Das Lämpchen ist süß. Funktioniert sogar. Gut. Neu lackiert, foliert. Mhm. Muss noch ein bisschen was gemacht. Ja, wie? Was hast du denn jetzt foliert? Foliert ist das Rot. Also hier das. Da, echt? Das ist nicht lackiert? Nee, das ist Rot. Also ist alles foliert. Ja. Das ist lackiert. Ja. Gabel, also Schutzblech vorne ist lackiert, aber das hier ist alles foliert. Cool. Ja. War jetzt heute die erste Ausfahrt, aber ja. So ein bisschen hat sie noch Probleme. Warum? Gaske rutscht durch, Kellermann rutscht raus. Ich hab ja das Bremsleitung unten schleift, habe ich gesehen. Da, nur mal so, weil das kriege ich eigentlich ganz gut fest, aber diese Highsider-Spiegel mit Blinker drin, ist mir letzte Woche einer runtergefallen beim Fahren. Das glaube ich. Die werde ich nie mehr verbauen, ich habe die Schnauze voll. Ja, sowas will ich nicht. Aber wenn der Kunde sagt, mach das, dann sage ich, leck mich am Arsch, kannst selber machen. Das ist durch. Das ist durch. Aber sonst ist es, glaube ich, ganz gelungen. Ja, es sieht gut aus. Mit einem kleinen Kellermann. Felgen sind pulverbeschichtet. Ja. Na ja, schön. Getüft ist er. Ja. Und an der Seite. Wo ich halt Glück hatte, ist, dass die Gabel vorne relativ passt. Das hätte ich nicht gedacht. Aber sogar der original Kotflügel hat wieder gepasst. Ja. Das ist eine große Bremsanlage jetzt drauf. Ja, wir haben letztes Jahr haben auch schon mal eine umgebaut. Da haben wir den ganzen Verkleidungskram runtergemacht. Der wollte das ganz anders sagen. Aber dein Motorrad gefällt mir auch, muss ich ehrlich sagen. Sieht gut aus. Da vorne hast du auch noch alles original? Das ist noch original, ja. Da muss ich noch mal gucken, was ich rausmache. Das weiß ja, wieso denn? Das lässt du doch. Das sieht doch gut aus. Ja, ja, ich finde, das sieht gut aus. Ja. Ja.
Ich weiß nicht. Ich habe ja noch eine. Zumal da auch die Verkleidung drauf hast. Weißt du, was willst du da machen? Das ist alles Blödsinn. Ja, ja. Ne, das sieht sauber aus. Gut, hast du schön Motorrad? Ich weiß. Dann mache ich Schluss jetzt. Ja. Gut. Die Güllepumpe, neue Kerze hast du drin, zeig mal die alte, bevor wir ein bisschen wegwerfen. Nicht, dass der Kunde sagt, die waren tippitoppi. Schrott. Die sind nicht tippitoppi, die sind kohlschwarz und Scheißdreck. So, die Pumpe hat sie schon mal, wir haben aber jetzt festgestellt, hier aus dem Tank, hier, da sieht man sogar noch, da kommt Schmodder raus. Also Tankrunner sauber machen, Schmodder ist wahrscheinlich auch ein Vergaser. Das ist schon mal lustig. Batterie ist auch kaputt. Gut, viel Spaß. Katastrophe. So, Katastrophe. So sehen die Vergaser aus von der Güllepumpe innen. Ein Schmodder ohne Ende. Alles klar, viel Spaß. So, wir haben heute 50 Grad plus in der Rhön. Das gibt es ganz, ganz selten im Februar. Und ich sitze jetzt auf der BMW aus Paderborn und mache die erste Testrunde. Gut. Unsere Grotte vorbei, die Heilige Maria, habt ihr sie gesehen? Gott. Ist auch ein schöner Baum, ne? Ja. Eine BMW ist ja eine Herrenmaschine und da fährt man schön chillig. Jawohl. Da hinten ist der Kaliberg. Hier wird Holz gemacht. Da geben wir mal Gas. Ein Traum. Da drin pumpt wieder Motorrad. Ich wollte euch nur sagen, bei dem Ding war die Vorgabe schön machen. Jetzt ist es wieder schön original. Und tschüss. Habt ihr es endlich? Gut. Konstruktion tust du jetzt ändern, gell? Ja. Da ist noch hier der Krümmer dabei. Der war ja, ja da mal, aber wie das hier hin war. Ja, das war. Wenn ich den jetzt anschraube, da komme ich ziemlich hier an die Ölleitung. Ja, das ist klar. Aber da du ja auch Künstler bist, wirst du das hier dir irgendwie was einfallen lassen, wie üblich. Es ist hier in dem Laden nicht so, dass man was dran schraubt und es passt. Hier passt nie was. Da kannst du knurren, wie du willst. Das ging mir heute auch schon tausendmal so. Manchmal sind wir im Verzweifel und der Kickstarter ist auch im Weg. Ja, das ist auch im Weg, ja. Hier. Das geht dann hier, da muss ich ihn. Da geht er halt so. Da muss hier der Hauspuff irgendwie vorbei. Keine Ahnung. Denk doch erst einmal drüber nach. Wo soll ich ihn sonst entlang führen? Hier ohne durch. Was weiß ich? Hier dort durch. Rahmendreieck ist doch fast frei. So geht's nicht. So geht's nicht, ey. Gut, aber hier, Leute. Guckt mal, was er hier wieder gemacht hat. Er hat hier hinten wieder einen Nummernschildhalter hingezaubert. Das ist das Allerfeinste. Und jetzt die Sitzbank, das ist alles ein bisschen höher. Hier, ne? Das ist auch wieder genial. Jetzt kämpft er sich halt an den Auspuff dran. Aber hinten, das hat er erstmal hingekriegt. Und mit der gekauften Sitzbank für 25 Euro, das ist auch ein wunderbarer Abschluss. Ein Wahnsinn, was der Dirk mit seiner Schleifsäcks und mit seinem Schweißgerät alles macht. Muss er selber lachen. Glaub ich. Leute, dann würde ich sagen, schönes Wochenende. Das Wetter soll nächste Woche wieder schlechter werden, habe ich gelesen. Ob stimmt, weiß man nicht. Egal. Triss, die Schwinge ist draußen. Der Tristan macht jetzt am Wochenende weiter. Ich hoffe, dass das Ding dann hinter das mir die Schwinge richtig festkriegt. Der hat nämlich seitlich Luft gehabt, irgendwie hat gerade gewackelt. Gut, macht der Tristan. Ich werde ihn da dabei begleiten. Schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Ne? Macht's gut. Tschüss.